Moin, ihr Fischköppel. Wir sind hier gerade auf der Autobahn. Heute geht es zum Event, zum Social Media Fishing Day. Und ja, es ist jetzt 11 Uhr, um 12 fängt das an. Wir sind circa eine halbe Stunde da. Fahren schnell dahin und probieren noch einen Parkplatz zu finden. Ja, was wir da genau machen, kann euch ja nochmal Friedhof erzählen. Und ja, wir freuen uns. Ja, moin Leute, auch von mir. Ihr seht ja schon, das Wetter ist super. Also wir haben hier Regen und verrückte BMW-Fahrer vor mir, die meine ganze Scheibe wieder dreckig machen. Oh, scheiße, jetzt hätte ich gerade alles, aber naja. Wir fahren jetzt zum Angel-Joe erstmal, zur Gummitanke XL heißt es, glaube ich, ne? Genau. XS. Und ja, da machen wir erstmal so eine Art Fan-Treffen heute. Wir werden uns da nochmal mit ein paar anderen Leuten treffen. Wen genau, das werdet ihr auch alles dann im Video sehen. Da wollen wir jetzt auch noch gar nicht so viel verraten. Wenn ihr schon vielleicht die Ankündigungsvideos gesehen habt, dann wisst ihr das ja auch schon teilweise. Morgen soll das Wetter ein Ticken besser werden. Das ist nämlich auch sehr, sehr gut, weil da fahren wir auf die Elbe raus mit den UMS-Booten. Schwierig. So ein bisschen früh mit UMS-Booten. Wir haben sehr, sehr geile Boote. Geht dann auf Zander und sowas. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr doll drauf. Das Wetter ist halt auch perfekt morgen, ne? Genau, das soll ein bisschen bedeckt sein und so. Also so, wie es die Stachelritter mögen. Das hoffe ich natürlich, dass das dann auch sich im Ergebnis dann ja widerspiegelt, sage ich mal. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen auf die Tube drücken, werden uns mal auf den Weg nach Hamburg machen, durch das Großstadtchaos uns irgendwie in einen Parkplatz reinwühlen und dann sehen wir uns wieder vor Ort. Bis dann, Leute. Ciao. So Leute, wir sind jetzt hier im Angel Joe XS angekommen, haben uns hier gerade schon ein bisschen mit den Leuten unterhalten und sind jetzt ein bisschen hier durch den Laden gegangen. Ja, ich glaube alle sind noch nicht da, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Laden, also sehr klein. Aber seid ihr zum ersten Mal hier? Ja, wir sind zum ersten Mal. Ich nicht. Ich habe bisher die Decke vollgestopft, erinnert mich so ein bisschen an unseren anderen Laden in Lüneburg, allerdings ist es aber ist der hier ist deutlich Meilen besser sortiert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also alles da, was man braucht. Also Köder, da kann man sich tot kaufen eigentlich. Ja, werde ich nachher noch mal ein bisschen machen. ja, wir werden mal sehen, wie der Tag heute wird. Genau, Finn hat schon genug. Hier draußen werden schon die Grills angeworfen und so. Und ja, genau. Jetzt wärst du 4 Stunden hier, ne? Mal schauen. Ja, genau. Sonst habt ihr nicht immer so viel. Viel Spaß beim Video. Was machen wir jetzt? Wir kaufen jetzt was. Wir kaufen was? Ja. Und was kaufen wir? Irgendein Bestandteil, der das Video dann besser macht. Cool. Hört sich gut an. Auswahl haben wir zumindest schon. Ja? Ja, ja. Das ist gut. Nein, meine ich. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ja, wir müssen hier vorne hin, weil wir müssen Jojo noch was mitbringen. Wie gefällt dir so der Angelladen? Richtig gut. Das ist echt gut sortiert. So was gibt es bei uns in der Ecke nicht. Ich kaufe jetzt hier nochmal ein paar Grüner von morgen. Also was hast du dir da ausgesucht? Das ist auch da die Zandergröße, die er fängt. Ne, nicht für morgen, bestimmt nicht. Also einfach nur so, mal ein bisschen gucken hier für Barsch und so. Finde ich ganz geil. Die haben wir auch schon mal in Größe. Glaube ich, beim YouTube Fishing Day hatten wir die auch, ne? Ja, da haben wir ganz gut drauf. Was ist das? Schon von Fox sind Fox, die, ne? Ich, ja, genau, die finde ich immer ganz cool. Müssen wir mal gucken, aber die nehme ich jetzt nur so mit, weil, ja, eigentlich ganz cool. Irgendwie finde ich diese Köder hier, die ich nehme lieber die nochmal größer. Ja, Robin, übertreibst nicht wieder. Zander soll ja groß sein. Den Waller holst du mal. Die finde ich sehr cool aus. So, wir sind jetzt hier angekommen am Regal. Und tatsächlich haben wir schon sehr viele Köder gefunden. Letztendlich nicht für uns, sondern für die Freunde, die uns noch geschrieben haben. Die wussten, dass wir heute hier sind. Denen sollen wir nämlich was mitbringen. Aber einen Köder, den habe ich nicht gefunden, das ist der Spro Nuttenchat, das gibst du jetzt, ne? Und
der hat eigentlich immer ganz gut gefangen. Frieder, erzähl du doch auch mal, weil du hast doch auch mega mit ihm gefangen. Ich hatte keinen Köder dabei und dann hat Finn mir dieses glitzernde, tentakelartige, glibberige Ding gegeben. Ich habe das auf den Köder aufgezogen und ich dachte, das ist total scheiße. Es hat super gefangen. Und selbst nach 3-4 Monaten, als es komplett zerbissen war. Drei, vier Fische meinst du? Ja, und danach, als wir nochmal angeln waren, ein paar Monate später, kam er wieder mit diesem gammeligen Ding, ist halt immer noch gefangen. Auf jeden Fall gibt's den hier nicht. Genau. Weißt du, was Deadbeat Seeking ist? Nee, du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Ich erzähl's dir. Und zwar, du fischst den am Carolina Rig. Nee, das war ich nicht. Schönes Carolina. Fischt auf den immer einen Wurm Offset, weil es ja ein Krebs, wenn du nämlich einen bauchigen Offset-Haken fischen würdest, würde er immer nach links und rechts wegkippen. Also immer bei Krebsen und Kreaturen immer einen Wurm-Offset benutzen. Mhm. Dann schmeißt du den Köder aus, leichtes Carolina-Rig, zupfst den ein bisschen an und lässt ihn wirklich mal liegen für 5, 6, 10 Sekunden. Und dann kommen die Bisse. Erstmal kommen die Bisse richtig geil, weil dieses Gefühl, Schnur, kleiner Schnurbogen, Rute hält man einfach nur und dann die Bisse. Schockt, ja. Ja, cool. Den kannst du mir schon mal einpacken. Kann ich den auch mit dem Jig fischen, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte den mit 6 Gramm oder so? Stand-up fischen. Ja, schmeiß mal rein, bitte. Hast du noch was? Der beste Köder, den du dir holen kannst und der immer fängt. Der? Weicheingelb. Okay. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauche ich nicht? Nein. Cool. Mehr brauchst du nicht. Ja, Leute, wir sind jetzt hier so ein bisschen shoppen, haben auch schon ein bisschen was gefunden. Der hier wurde uns empfohlen. So ein Stint in Gelb. Soll relativ trüb sein. Ja, ja, die Elbe ist gerade richtig trüb und Gezeiten gibt es ja auch. Der wurde uns empfohlen. Dazu Bleiköpfe. Wir haben jetzt hier relativ schwere, so schwer fische ich eigentlich nie. 28 Gramm, 30 Gramm, bis 40 Gramm sogar hoch. Mal gucken. Und ja, dann haben wir noch ein paar Drillinge gekauft. Und ich habe hier noch so, die wollte ich mal ausprobieren. Die sehen so ganz cool aus, finde ich. Ich finde auch, die sehen richtig gut aus. Mal sehen, ist auch ein bisschen teurer, aber ich dachte mal, kann man mal ausprobieren dann. Genau. Und ja. Ja, sonst habe ich hier noch so einen Hechtköder mal. Ach, ja, genau. Wissen auch noch nicht genau, wie ist das auch echt vertikal angeln oder. Ja. Genau, wir lassen uns ein bisschen überraschen, notfalls schnauen wir uns ein bisschen was zurecht. Das können wir auch ganz gut. Na? Oh, hast du eine gute Farbe ausgesucht? Ja, hab ich gehört, die soll Bauchgefühl, ja, genau. Ne? Das war ich eigentlich, sehr gut. Die habe ich. Ja, die nehme ich morgen. Kann man die zum Vertikalangeln, zum Bisserkennung nehmen? Vielleicht auch aussehen. Oh, die Rote gewonnen! War ja sauber! Ja. Aber musst du wieder reinschmeißen? Oder willst du die Rote erstmal behalten für 3 Roten? Nee, na gut. Nee, war's gut. So, dann machen wir hier weiter. Nicht gucken, Sascha. Ich soll ziehen. Du guckst doch schon. Du hast genau reingeguckt eben gerade. Da gibt's doch wohl nicht. Das ist super. So, was spielen wir? Wollen wir mal um den. Hoppla, ist das was für dich? Eigentlich nicht, dann lassen wir's. Wasabi. Nicht vergessen, Auslaufmodell. Okay, bereit? Schnick, schnack, schnuck. Ja. Hey. Ja, und den gibt's noch dazu. Ja. Liebe Freunde, wir sind angekommen im Hotel. Sehr ländlich hier, sehr schön. Was sagt ihr Jungs? Ja, Sunderhof sind wir hier. Wir sind hier gerade schon ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen von oben. Wir sind hier mitten im Wald. Du fühlst dich wohl, ne? Ist ja ländlich. Nee, bei Sunderhof ist mir gleich ins Ohr gekommen. Wir sind die Kinder vom okay. Sunderhof. Ich beende das jetzt mal hier. Also ja, wir sind jetzt hier angekommen. Werden uns jetzt ein bisschen ausruhen, haben unsere Sachen schon reingebracht, fahren gleich vielleicht nochmal in die Stadt nach Hamburg, gucken uns da ein bisschen um. Treffen uns dann mit den anderen. Genau, morgen geht's dann raus mit den UMS-Booten auf die Elbe, angeln und ja, wir sehen mal, was dann so abgeht. Ihr findet jetzt hier wieder einen Lachkrampf kriegt, das ist jetzt schon der 25. Take irgendwie. Ja. Wir werden das jetzt mal und ja, wir sehen uns heute Abend vielleicht noch wieder. Bis dann, ciao!
Ja, guten Morgen, Leute. Wir sitzen jetzt hier schon wieder im Auto. Es ist jetzt 20 nach 8. Wir sind so ein bisschen im Zeitverzug gekommen, weil wir uns alle noch selbst Brötchen schmieren mussten. Da waren eben gerade alle panisch in der Kantine da und haben sich noch Brötchen geschmiert, weil da irgendwas ein bisschen schief gegangen ist mit der Absprache. Und ja, wir sind gerade auf dem Weg zur UMS-Bote. Es pisst wie Sau draußen. Und ja, 10 soll es aufhören. Das dauert noch ein bisschen, aber wir müssen uns auch erstmal noch einweisen, dass wir uns frühstücken. Ja, hoffen wir mal, dass es aufhört. Ne? Also ja, wir hoffen mal. Es ist echt total. Heute Morgen oder heute Nacht hat es richtig krass geregnet. Ja. Dann hat es jetzt vorhin noch ein bisschen getröpfelt. Ja, jetzt ist halt wieder so. Und jetzt regnet es wieder hier den Grippen vom Himmel. Genau. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg. In 10 Minuten, so 12 Minuten sind wir da. Und dann werden wir mal sehen, wie das alles läuft. So, ne? Genau. Frühstück haben wir auf jeden Fall dabei. Lunchpaket, Brötchen für heute Mittag sind geschmiert. Für die Versorgung ist auf jeden Fall super gesorgt. Das ist alles kein Ding. Und jetzt liegt es eigentlich nur noch am Wetter und am Fisch und natürlich an uns, euch mal was vor die Kamera. Mal gucken, ob wir das schaffen. Da habe ich Bock. War ja gestern schon 4 Stunden lang am Fischen gewesen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Mit Erfolg? Nee, ohne Erfolg, aber trotzdem den an, habt ihr für heute an Hammerspots. Ja, wenn du so von der Havel kommst und das ist alles so Natur und du bist auf einmal so richtig am Urban Fischen, ja. 50 Leute stehen hinter dir, aber das ist natürlich auch geil. Super vorbereitet hier von UMS-Boote und natürlich von meinen Fishing-Pots. Nee, aber wirklich cool vorbereitet hier. Die Jungs machen Kaffee und was richtig geil ist, die Leute haben alle Spaß. Ja, ne? Ja. Das habe ich auch das Gefühl. Wir sehen zu, dass wir aufs Boot kommen. Ne? Und dann auf jeden Fall, fangt mal was Schönes. Ich will auch was bei euch filmen. Ja, ja, das kriegst du schon hin. Hier fangen wir es. Sind ja quasi Heimspiel, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt schraubst du die Messlatte aber noch nach oben, ne? Mal gucken. Ja, Leute, ihr sitzt jetzt hier bei UMS-Boote im Haus. Genau. Ja, hier ist gerade gerappelt voll, draußen regnet's. Man sieht das auch schon. Ah, das ist auch so ein bisschen nass. Das Wetter ist nicht jetzt so premium. Nee, nicht wirklich. Ist die Veranstaltung hier umso cooler. Also die Boote sind richtig, richtig cool. Ja. Also, wenn man sowas sieht, dann fliegt das an. Dann wird's gleich um. Schön 500 PS. Ja, genau. Ne? Richtig geil. Schon krass. Das wird schon ganz lustig. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt heute so aussieht. Also mit Regen und so. Ich sag mal, das Wetter ist zum Angeln echt mega gut. Ja. Zum Filmen ist natürlich weniger ideal. Also mit der Drohne noch so ein bisschen rüberfliegen, also alles so, was das hinter der Kamera abläuft für euch quasi. Das wird ein bisschen schwierig, Leute. Wir geben natürlich unser Bestes. Mal gucken. Aber ich denke mal, das geht schon irgendwie, weil jetzt soll es auch irgendwann mal aufhören zu regnen um 1 oder so. Erst ein paar Stunden fahren wir in Regen und danach hört euch das hoffentlich auf. Und? Na? Wie sieht's aus? Jetzt filmen wir uns gegenseitig. Ja. Ne? Hast du Lust? Ja, ja, ja. Bock, auf Wetter, jeden Fall. Wetter geil. Bock. Ja, Hamburger Wetter, ne? Fängst du heute Fisch? Ich habe gehört 90-60-90. 90-60-90 ist meine Ansage. Ich habe halt noch nie einen Zander rausgekriegt. Ah, gestern war es noch ein kleiner, den du Ja, ein kleiner, das ist 10. Aber heute fängst du deinen ersten schön. Da bin ich zuversichtlich. Ey, überall nur Kameras, das ist geil. Video, sag mal irgendwie. Ja, wir stehen jetzt hier mit Patrick von My Fishing Box. Hallo? Der hat das alles organisiert hier, das ganze Event. Steckt mir ziemlich viel Arbeit hinter, ne? Ja, aber man macht's ja gerne. Wenn man hier die entspannten Gesichter sieht, dann ist das richtig. Da kommt Stefan, Bombe UMS-Boote, müsst da hin, müsst da ja, machen. Ja, da gehen wir auch gleich nochmal hin. Ey, ganz dicke. Gleich geht's auch, jetzt regnet es noch ein bisschen, aber es soll aufhören irgendwie, ne? Gut, die Sonne kommt aus dem Herzen. Das ist doch mal eine Ansage. Genau. Das ist doch mal eine Ansage. So, damit können wir auch gleich rüberschränken. Zu UMS-Boote, ne? Ja, moin. Willst du uns ein bisschen was über die Boote erzählen, mit denen wir heute rausfahren? Ja, wir fahren mit Vollaluminiumbooten von UMS. Die werden in der Ukraine, in Kiew gebaut. In Handarbeit werden die Boote gefertigt. Und wir sind davon überzeugt, dass sie sowohl in der Verarbeitungsqualität als auch im Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich in der Performance am Ende des Tages, weil die Angler wollt ja immer schnell am Spot sein. Ja, das stimmt, ne? Nicht lange rumtuckern. Dass die Boote da herausragende Qualitäten besitzen. Und die 500 TT, mit der wir heute auch rausfahren, ist ein Angelboot, mit dem die Ukrainer auch schon mehrere Weltmeisterschaften im Predator Fishing gewonnen haben, weil sie eben extrem leicht, sehr, sehr widerstandsfähig und trotzdem extrem sicher sind. Und natürlich sind sie wahnsinnig preiswert. Und das ist für die Angler einfach eine interessante Geschichte. Ja, das sieht ja auf jeden Fall schon richtig geil aus. Also unser kleiner Stealth-Bomber. Ja, ich bin mal gespannt. Da hat man ja richtig Lust gleich zu angeln. Ja. Vielen Dank. Voll, danke euch. So Leute, ich jetzt hier mit Sebastian und Danny. Sebastian von SB Fishing und Danny von Waterholics. Ja, seid ihr zuversichtlich für heute? Ja. Habt ihr Lust? Ja, Lust. Wenn man sich das Wetter mal anguckt, ist bescheiden. Wird heute nass, ne? Ja, definitiv. Regenjacke habt ihr dabei, aber wenigstens seid ihr ja schon
besser vorbereitet. Ja, hoffentlich klappt es heute mit dem Zander, das wäre sehr, sehr cool. Ist auch dein erstes Mal hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch erstmal in der Elbe angeln. Ja. Das ist ein echt tolles Gewässer, mal gucken. Ich hoffe, sie ist uns gnädig und wir fangen alle unsere Fische. Ich hoffe auch. Wir greifen voll an, sehen uns hoffentlich gleich auf dem Boden. Ja. Und dann geht's raus. Wir haben Boote mit dabei. Also ja, das ist schön, wenn man die Äste dran. Das macht schon Spaß, ich bin mal gespannt. Was ist eure Technik? Was meint ihr? Was geht heute? Ja, ich würde auf jeden Fall Dropshot versuchen und mit Gummis. Das ist so meine Herangehensweise. Ich weiß nicht, was macht ihr Jungs? Ich werde vertikal auch Gummi. Ich werde auf die Hamburger Stint. Da vertrauen wir auch noch, ne? Ja. Alles klar, klappt schon. Das klingt doch gut. Ja, das klingt auch. Wir sind jetzt hier auf dem UMS-Boot, das Kevin-Boot, richtig dickes Teil, hinten zwei 250 PS-Motoren dran, ich glaube, das geht schon ordentlich ab. Mal gucken, hier dürfen wir leider nicht volle Geschwindigkeit fahren, sondern nur 22 km/h, aber ich glaube, das wird schon ganz cool. Also wir haben auch das Glück, wir sind hier im Trocknen, die anderen werden alle so ein bisschen nass. Ja, wir wechseln nachher auch nochmal durch, die anderen Boote sehen auch echt cool aus. Jetzt hier am Angeln. Der Regen hat auch so ein bisschen aufgehört, man kann wieder filmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwer in meiner Schnur drin ist. Ist ja halt ganz schön chaotisch hier, so 10 Boote an einem Spot und auf jedem 30 Angler gefühlt. Aber ist cool. Ne? Aber ist richtig cool. Wir haben Zander noch nicht gefangen, buckelnde Brassen gesehen, aber das ist ja nicht der Zielfisch. Und ja, mal gucken, da geht schon noch was. Einer fängt hier auf jeden Fall was. Ja, bis jetzt, wir haben jetzt gerade angefangen, aber der Guide meinte, es ist vielversprechend. Die Gesichtsausdruck hätte ich ja sehen. Ironisch. Nein, ich denke, wir müssen einfach arbeiten und schauen, dass wir Strecke machen und dann vielleicht klappt es ja, wer weiß. Wäre cool. Was hast du für einen Köder jetzt drauf? Ich fische jetzt gerade einen Dropshot mit so einem kleinen Worm. Und ja, ich schau mal, vielleicht. Ich glaube, mit dem Barsch. So, jetzt geht's mal zum zweiten Spot. Da soll eine Sandbank sein und Barsch auf jeden Fall. Das heißt, 7,5 cm Köder, so, das wird jetzt so das Richtige werden. Mal gucken, trotzdem müssen wir mit 21 Gramm fischen. Ungewohnte Kombination auf jeden Fall. Zuschauer, der Sascha hier vom City Angler auf dem UMS-Boot. Den Namen habe ich mir leider nicht gemerkt, steht auch nirgendwo dran. Jedenfalls weiß ich hier, 2x250 PS, das drückt ganz schön in der Buchse, wenn die hier den Gashebel runterdrücken.
Wir sind hier auf der Elbe, glaube ich. Also ja, grundsätzlich schon Elbe, aber es gibt ja auch einen Haufen Seitenkanäle, wie auch immer. Der Angelo von Elb Coast Guiding führt uns hier so ein bisschen zum Fisch. Wir hoffen natürlich noch, irgendwie kommt ein bisschen was. Wir haben jetzt, wie lange haben wir geangelt? 2 Stunden? Ungefähr, ja, genau. Haben leider noch nichts. Auf den anderen Booten sieht es halt auch nicht so ganz gut aus. Aber wir geben uns natürlich immer Mühe. Und wenn wir irgendwie was haben, dann werden wir sicherlich da euch nochmal zuschalten. Richtig geiler Rapfluss, ist das Mikro weggeflogen, scheiß Ton, aber geil. Wer ist mein Freund? Garmin. Garmin? Ja, kennst du den? Der ist Garmin. Der sitzt da vorne. Echt? Ja, da, ja, hinter dir. Ja, ja, ist mein Freund. Immer. Seit der Jugend. Seit der Jugend, ne? Den nimmst du immer überall mit hin. Aber das Wetter ist so geil, das macht ja, jetzt ne? Richtig Spaß, jetzt wo der Regen vorbei ist, definitiv. Richtig ja. Schön. So Leute, der Tag jetzt hier bei UMS-Boote ist jetzt leider auch schon wieder vorbei. Das ging dann doch irgendwie am Ende schneller, als man dachte, ne? Als wie man dachte. Ja, was meinst du, war cool? Ja, war richtig cool. Also mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also gerade heute der Tag, wir haben nicht so viel gefangen, aber das Wetter hat sich so zum Guten noch geändert. Ja. Und es waren einfach so, so coole Leute dabei und die Boote sind echt der Hammer. Also ich sage das jetzt nicht, weil ich irgendwas hier zwangsläufig Produkt platzieren will oder so. Aber das hat einmal Spaß gemacht. Man sieht ja. Das auch so ein bisschen an meinen Haaren. Die sehen nicht mehr so aus wie sonst. Ja, das sehen die auch nicht gut aus. Aber jetzt sehen die noch bescheuerter aus. Einfach weil wir da mit Affentempo über die Elbe gekachelt sind. Und am Ende lagen wir noch oben drauf dann, als wir nicht mehr geangelt haben. Und das konnten sich da sonnen und einfach nur geil. So ein Angeltraum oder Angellehrtraum, ja, der mal in Erfüllung ging, dass man mit so einem richtig coolen Boot mal unterwegs sein durfte. Mit 500 PS tatsächlich. Ja, das fand ich schon krass. Sehr, sehr krass. Und ja, Robin hat natürlich noch seinen Apfel dann gefangen, das war natürlich auch super. Das war einer von zwei Fischen, muss einer ich dazu von zwei sagen. Fischen. Ich hatte noch einen, der kurz raufging. Vom Spot her war es ähnlich, also das waren wirklich solche von den Industrieanlagen hier im Hafen, da kommt man auch ohne Boot gar nicht hin. Genau. Also so Warmwassereinläufe, die dann richtig sprudelnd waren, da kam das raus. Es war auch sehr cool, da zwischen den Containerschiffen da reinzuwerfen. Und da hat er dann bei Robin, cool, ne? Hat richtig vor reingeballert. Allem auch voll in diesem Sprudel da drin. Das war ja. Schon echt richtig geiles Erlebnis. Habe ich auch noch nie geangelt. Nee, auch Sport, so diese ganze Hafen-City an sich, so vom Ding her richtig geil. Vom Wasser, also das vom mal Wasser zu sehen. So. Direkt das mal an einer Elbphilharmonie, schön mit dem Boot vorbeigefahren. Es ja. War einfach so ein total tolles Gesamtpaket. Ja, das ist echt hat mir super geil gut gefallen. Also danke nochmal da an Patrick und Andi. Die das organisiert haben. Mega geil, danke dafür. Und
UMS-Boote, dass wir da mitfahren durften. Richtig. Also ihr habt echt schöne Boote. Wir sehen uns auf jeden Fall auch wieder zum Bootsführerschein. Ja, das haben wir jetzt beschlossen. Sache, ne? Und ja, auf jeden Fall sehr geiles Event. Guckt euch die Videos von den anderen auch nochmal an und die Blog-Einträge. Wir waren mit fünf Booten unterwegs, glaube ich. Ne? Ja, genau. Da hat natürlich auch jedes Boot dann so ein bisschen was anderes zu berichten. Und der Link zu allem kommt auch nochmal in die Beschreibung rein, auch zu meinem Fishingbox. Das sind alles Top-Leute, also das sind echt... Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Genau, die Leute haben richtig Bock und alle super motiviert. Wir sehen sie alle wieder in der Angel oder auf der Angelwelt Berlin, ne? Da sind wir auch dieses Jahr im November. Ja, da freuen wir uns auch schon super drauf. Vielleicht sehen wir auch ein paar von euch. Und ja, wie gesagt, Leute, viel Fisch gab es in diesem Video nicht. Nee, wir fahren jetzt nach Hause, ne? Genau, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, kommentieren, abonnieren. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch immer bei Instagram oder bei Facebook einfach mal vorbeikommt. Da kommen auch mal jetzt ein paar mehr Fotos, glaube ich, hoffe ich mal. Genau. So musste man mal ein bisschen... Ja, wir sind jetzt hier wieder an UMS-Boote gerade vorbeigefahren und jetzt geht's nach Hause, halbe Stunde Fahrt vor uns. Wir sind unterwegs und auf geht's. Bis dann, ciao. Bis dann.